Heuer beim Faschingsumzug war wieder richtig viel los in Murau. 20 Wegen und Gruppen nahmen daran teil. Gestartet wurde wie immer am Raffelplatz und Zieleinlauf war dann am Hauptplatz. Dem Motto und der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Der ÖKB-Ortsstelle Murau macht sich wie Greta Thunberg Gedanken über die Zukunft. Die Feuerwehr Murau reiste ins Disney World und einen Großeinsatz gab es für die FAPO unter der Führung von General Toni Glauber. Das ist ja eigentlich einer der schönsten Tage der ganzen Faschingszeit, oder? Ja, das stimmt. Wir haben alle Leute mobilisiert. Der wichtigste Tag ist für uns noch der Faschingmontag, der Rosenmontag und der Faschingdienstag. Und heute natürlich für uns ein wunderbares Dabeisein und mitwirken dürfen. Jetzt hast du gesagt, ihr habt alle mobilisiert. Wie groß ist denn eure Truppe? Wir sind 46 Leute, aber man muss immer sagen, so um die 30, 35, wo sie immer einsatzbereit sind. Die Frauenbewegung Lasnitz Murau mit Chefin Sonja Schurl wirkt dem Facharbeitermangel entgegen. Und der Steirische Seniorenbund Murau unter der Führung von Stefan Klausinger verwandelte sich in hochprozentige Borkenkäfer. Eine steirische Jausen, die gab es beim Faschingsverein Murau und natürlich waren auch Konfetti auf der Tagesordnung. Riesig war der Wagen der Murauer Bierstadtritter samt Ritterburg und Burgfräulein. In Murau gibt es nicht nur die Weinritter, sondern seit Neuestem auch die Bierritter. Ja, genau so ist es. Wir sind ja Bierstadt. Wir haben heuer das Bierstadtfest und jetzt haben wir uns den Anlass zu Herzen genommen und haben gesagt, wir gründen die Bierstadtritter und haben einen richtig großen Wagen, eine richtig große Ritterburg gebaut und das passt, auf das sind wir sehr stolz. Wann genau wird das große Fest über die Bühne gehen? Das große Fest wird am 10. und 11. Juli über die Bühne gehen, am 10. am Abend am Raffelplatz mit einem Konzert von Reinhard Fendrich und in altbewährter Manier auf 5 Bühnen am Samstag, den 11. Juli in der ganzen Stadt verteilt. Das war mit Abstand einer der schönsten Wagen, aber fast ein bisschen zu groß gebaut. Ja genau, es war relativ knapp an der alten Apotheke, jetzigen Bierapotheke, da war es eng, aber wir haben ein gutes Team, das hat das relativ zügig abmontiert und wieder montiert, sodass der Wagen jetzt wieder in voller Braucht da am Hauptplatz stehen kann. Kein Fußball ohne Bier, so hieß das Motto beim SVO Murau. Und Asterix, Obelix und viele andere Gallier, die gab es beim USK Sportverein Kreischberg. Die wundervolle Welt der Eiskönigin zeigten die Kleinen des Kindergartens St. Egidi, während die Kinder des Kindergartens Murau die Welt der Piraten entdeckte. Hardrock Café Murau hieß es bei der Stadtgemeinde Murau unter Kapo Thomas Kalcher. Das stimmt, ja, an sich kenne ich die Gemeindebürgerinnen und Bürger. Heute habe ich so meine Probleme, aber es ist eine tolle Sache. Es sind wieder hunderte Leute auf der Straße und der Umzug wird, glaube ich, so wie alle 2 Jahre wirklich eine tolle Geschichte werden. Und du lässt die Flower Power Zeit wieder aufleben heute? Ja, wir planen jetzt in Murau ein Hardrock Café zu eröffnen, weil wir im internationalen Reigen mitspielen wollen. Das heißt, neben New York, Los Angeles, Australien etc. Hat die Bevölkerung gesagt, es braucht sowas auch in Murau. Und daher werden wir das jetzt umsetzen und der Fritz und ich haben wir schon am Überlegen, wo wir den Standort suchen. Und ihr seid die Eingeborenen von Murau, oder wie? Noch keine Sprache? Alles Höhlenmenschen, wo wohnt's denn? Ganz weit oben am Berg wahrscheinlich. Danke! Ja, du weißt ja, einmal Pirat, immer Pirat. Und das schöne Verruchte oder was, das gefällt mir, liegt noch ein bisschen. Und ich freue mich heute auch, dass so viele Leute wieder da sind. Und man sieht, in Murau kann man schon was veranstalten. Nicht nur bei meinen Veranstaltungen, sondern andere Sachen auch. Es sind so viele Leute da. Und das macht richtig Freude und dann Spaß. Und eine kurze Gaudi werden wir heute auch noch haben. Für beste musikalische Unterhaltung sorgten die Musikvereine Murau und Lasnitz. Einmal als Karneval der Tiere und einmal als Retro-Skikurs. Ebenso imposant das Gasthaus Eichholzer, das mit einem riesigen Bienenvolk durch Murau zog. Mit dabei waren auch die DM-Damen als lustige Payback-Punkte. Heinz und die Bulli-Parade, die junge Kirche als Schildbürger, die Murauer Giants Cheerleaders, die Barbie-Puppen oder Irmgard als Adelige.
Wie bist du auf diese tolle Kostümierung gekommen? Ich habe mir gedacht, in den letzten Jahren habe ich immer so viel gearbeitet und heuer lasse ich mir es einmal ein bisschen besser gehen. Und als Kaiserin. Und sämtliche Zeitschrift Europas. Wie lange bist du jetzt schon in der Funktion als Kommandant tätig? Zu lange. Aber wir werden sehen. Es waren 20 angemeldete Gruppen und Wegen, also die Hälfte davon sind große Wegen. Und die Dunkelziffer ist ja wesentlich höher, also ein Wahnsinn, was ich da jetzt, ein richtiger Showdown am Hauptplatz. Jede Gruppe erhält natürlich. Und jede Gruppe erhält natürlich. Sonderpreis von der Brauerei gesponsert. Das ist der ganze Aufwand da auszahlt. Also, was bekommen die Maskierten? Jede angemeldete Gruppe bekommt viele Kisten Murau-Bier und Murau-Aktivgutscheine für eine kleine Nachfeier. Einfach als Dankeschön, dass sie sich so einbringen in der schönen Stadt Murau. Und jetzt heißt es dann Open End? Open End für alle, was faschingsnarrisch sind. Wenn die Sonne untergeht, wird es ein bisschen lichten. Dafür werden sich die Gasthäuser umso mehr freuen, dass so ein bisschen Frequenz wieder vorhanden ist. Ein Dankeschön an die Hauptsponsoren Murau Bier und Murau Aktiv mit ihrer neuen Homepage murauaktiv.at. Ein gelungener Faschingsumzug 2020 in Murau. We'll be right back.